Wir sitzen jetzt heute hier im Festsaal Rosenthal. Mir zur Seite der Herbert Raffald, Bergführer, Fotograf, Alpinschulbetreiber etc. etc. Danke vielmals einmal, dass du dir vor deinem Vortrag jetzt noch die Zeit genommen hast. Ja, ich sage danke. Freut mich sehr. Wenn wir da ein paar Sachen besprechen können, ist das ganz nett. Vielleicht gleich zu Beginn einmal, jetzt haben wir es schon aufgezählt, was du alles machst. Natürlich auch noch Outdoor, deine Bücher oder zwei deiner Bücher liegen jetzt hier. Wie hat alles begonnen? Das heißt, bist du auf die Welt gekommen und schon gesagt, Fotograf möchte ich werden und auf die Berg möchte ich? Es ist tatsächlich so, dass ich das Bergführen war zuerst da. Ich bin als Kind auf der Alm gewesen, habe dort meine Sommermonate verbracht. Also ein Esser weniger daheim am Tisch und ich habe die schönste Zeit meiner Kindheit dort erlebt. Und das hat mich wahrscheinlich geprägt in Richtung Berg hin. Und ich habe dann sehr früh zum Klettern angefangen und es war irgendwo klar, dass ich dann Bergführer werden würde, weil ich mir das beruflich aufbauen wollte, dieses Standbein. Und das Fotografieren hat mich aber auch schon sehr früh interessiert. Ich weiß noch, in der Volksschule habe ich schon Kalender gesammelt und schöne Bilder ausgeschnitten, weil mir einfach das Bild, der Bildaufbau und so weiter, das hat mich irrsinnig interessiert. Und ich habe dann, wie ich Bergführer geworden bin, angefangen, Vorträge zu machen in die Hotels und in die Betriebe. Bei uns in der Region ist ja eine sehr touristische Region und da ist es gern angenommen worden und die Leute haben dann gefragt, hast du nicht ein paar Bilder mit von deinen Geschichten und von deinem Vortrag? Und irgendwann habe ich dann mein erstes Buch gemacht, meinen ersten Kalender und mittlerweile sind es also 10 Bücher geworden und ich bin jetzt hauptberuflich eben als Bergführer und Fotograf unterwegs, weil diese beiden Themen einfach wunderbar harmonieren. Wenn du auf einen Berg gehst, am Gipfel oben stehst, denkst du da im ersten Moment, super, habe ich geschafft oder wo ist der Fotoapparat? Es ist wirklich lustig, heute weiß ich nicht mehr genau, ob eine interessante Tour der Reiz ist oder der Anlass ist, in der Früh aufzubrechen oder vielleicht sogar die Aussicht auf ein schönes Foto. Es gibt aber keine Bergtour mehr eigentlich, wo ich keine Kamera mit dabei habe. Also es vermischt sich schon ziemlich. Heute bei dem speziellen Vortrag geht es ja um die schönsten Berge, um die schönsten Gipfel auch. Gibt es einen schönsten Berg für dich? Das ist ganz klar der Dachstein. Da bin ich aufgewachsen und da bin ich als Bergsteiger groß geworden. Da habe ich das Klettern, das Handwerk des Kletterns gelernt. Aber in Summe ist es so, dass Österreich lauter schöne Berge hat, also viele schöne Plätze. Wobei die Steiermark für mich immer das Highlight ist, weil wir so ein vielfältiges, so abwechslungsreiches Land haben. Aber es gibt natürlich auch im Westen Österreichs schöne große Berge und die haben wir probiert, in diesem Projekt, das ist ja ein Buch parallel zu diesem Vortrag entstanden, einzusammeln, nicht die höchsten Berge, sondern die bedeutendsten. Also da gehört der Hochschwab genauso dazu wie ein Großglockner oder ein Venediger, obwohl die natürlich viel höher sind, aber der Hochschwab steht ja in der Faszination diesen großen Bergen in nichts nach. Wenn du jetzt sagst, der Dachstein, wie oft warst du oben? Ja, das ist schwarz zu sagen, weil ich bin seit meinem 12. Lebensjahr, ich war das erste Mal oben und es gibt berufliche Wochen, wo ich jeden Tag oben stehe und manchmal hat es schon Tage gegeben, wo ich zweimal oben gestanden bin. Also da bin ich viele Mal oben gewesen am Dachstein, aber auf viele andere Berge auch, also das kann ich glaube ich gar nicht zählen. Ist es dann nicht irgendwann einmal so, dass man sagt, jetzt mag ich nicht mehr? Nein, eigentlich nicht, weil die Situation immer andere ist, das Wetter ist immer anders, auch verändern sich die Berge, diese scheinbar ewigen Werte, wie man sie meint, die Gletscher, die ziehen sie zurück und der Berg verändert sich und immer wieder gibt es neue Herausforderungen, du bist mit anderen Leuten unterwegs. Einmal bin ich, was weiß ich, mit älteren Herrschaften unterwegs, dann bin ich mit meinem Buben unterwegs. Es ist immer spannend, immer interessant. Und ich glaube, der Beweis dafür ist einfach das, dass ich, wenn ich jetzt einmal keine Kunden habe, um am Berg aufzugehen, dann gehe ich allein oder gehe mit meiner Frau oder mit meinen Kindern genauso gern auf. Also diese Faszination ist geblieben und wird es wahrscheinlich immer auch bleiben. Du bist ja Bergführer, bist ja natürlich auch viel auf den Bergen unterwegs. Gibt es da so Situationen, wo du vielleicht Leute siehst, mit denen du unterwegs bist oder auch die dir begegnen, wo du sagst, oje, grober Fehler? Ja, das gibt es immer wieder, diese fatalen Fehler. Meist, Gott sei Dank, passiert gar nichts und Dinge schrammen an einem Unglück vorbei, das eigentlich schon offensichtlich ist oder provoziert worden ist. Schwieriger ist es, so wie heuer ist die Lawinensituation eine sehr kritische, der Schneedeckenaufbau ist wahnsinnig schwer zu beurteilen und deswegen haben wir auch so viele Unfälle. Da ist es relativ schwierig und subtil und da jetzt zu urteilen ist ein bisschen verwegen, aber manche Fehler, die sind so offensichtlich
wenn du jetzt jemanden triffst, der kein gescheites Schuhwerk hat und du machst ihn darauf aufmerksam, dass man jetzt besser nicht über den Gletscher geht mit diesen Schuhen und du kriegst dann vielleicht noch eine schnippische Antwort, dann tut das weh. Gell? Aber das passiert immer wieder, wobei ich zum Schutz dazu sagen muss, die Bergsteiger sind immer besser ausgerüstet, da macht die Mode auch viel mit. Heute ist Bergsteigerausrüstung auch schon salonfähig und du schaust gut aus damit und ich glaube, schon das ist ein Grund, dass man sich so ein Zeugs kauft und die Leute sind meistens gut ausgerüstet. Ob immer das Wissen so vorhanden ist, das ist das andere Problem. Aber auch da, alpenfreie Naturfreunde, die bieten da super Kurse an, also auch da besteht eigentlich kein Mangel. Deine Bücher, vielleicht sprechen wir ganz kurz über deine Bücher. Das heißt, was ist das Besondere daran? Was unterscheidet sie vielleicht von anderen Bergbüchern? Was liegt dir besonders am Herzen? Ich glaube, diese Bücher, die sind sehr authentisch und es ist halt auch mein Beruf. Und ich glaube, wenn ein Bergführer über so eine Sache schreibt, dann weiß er einfach, über was er schreibt. Davon gehe ich mal aus. Und dieses Buch Austria Alpin, das ist ein Herzenswunsch von mir gewesen. Das behandelt eben diese großen Berge. Ein super großes Thema. Es war, ich glaube, ich habe in diese zwei Sommer, wo dieses Buch entstanden ist, so viele Höhenmeter gemacht wie noch nie zuvor und habe meine Heimat noch ein Stück besser kennengelernt. Also ein opulent großes Buch, auf das ich heute noch stolz bin. Das ist auch immer so ein Gradmesser, ob man nach zwei, drei Jahren auf so ein Buch immer noch stolz ist oder ob man sagt, naja, sind schon ein paar Fehler drinnen. Aber das schaut recht gut aus. Und vor ein paar wenigen Wochen habe ich dieses Buch rausgebracht, Bergzeit. Das ist genau meine Heimat, mein Daheim. Und das ist eigentlich mein Arbeitsalltag, Dachstein-Tauern-Region. Da bin ich natürlich Hausherr. Und da sind halt so die besten Bilder und Eindrücke und Geschichten und Wanderungen der letzten Jahre gesammelt. Und auch auf das bin ich wahnsinnig stolz. Jetzt hast du schon gesagt, es ist nicht nur ein reiner Bildband, es gibt wirklich auch Informationen drinnen. Genau. Beide Bücher sind so aufgebaut, dass da Informationen drin sind, die man nachgehen kann. Bei den großen Gipfeln sind es diese bekannten Anstiege, nicht immer die schwierigsten, auch nicht die leichtesten, sondern die, die was man gern geht, die was bekannt sind, am Glockner zum Beispiel, der Stüdelgrat oder eben der Weg über die Adlersruhe auf. Und auch bei der Bergzeit, bei meinen Büchern, da sind 36 Wanderungen ausgewählte, sorgsam ausgewählte Wanderungen, die was ich einfach finde, dass dazugehören, wenn man in dieser Region unterwegs ist, sollte man diese Touren gemacht haben. Herbert, ich sage danke vielmals. Die ersten Leute warten schon auf den Vortrag und wir freuen uns auch. Silke, danke, ich habe mich sehr gefreut. Dankeschön.